herzlich willkommen zur Gamevasion live hier aus Hamburg dieses Jahr. Und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist der offizielle Startschuss für das wahrscheinlich größte digitale Event der Welt. Deshalb habe ich auch jetzt hier die größten digitalen Stars der Welt zu meiner Rechten. Nils Bomhoff. Vielen Dank. Ja, gib mir die Kohle. Dafür noch nicht. Michael, wir haben abgemacht erst am Ende. Reinke. Ja, stimmt, ich bin's. Den himself. Kennt eigentlich niemand, der arbeitet normalerweise, wie man sieht, aus guten Gründen hinter den Kulissen. Und dann haben wir hier noch. Du sollst die Spandauer dissen. Das kommt noch. Nicht die eigenen Leute. Simon Kretschmann. Das bin ich. Herzlich willkommen. Wie fühlt ihr euch? Seid ihr gehypt? Wie seid ihr drauf? Es interessiert mich. Es ist spannend für mich, jetzt zu erfahren, wie es euch geht. Soll ich anfangen oder was? Also ich bin mega aufgeregt, das wird richtig eine richtig geile Woche, das wird Hammer. Und letztes Jahr war es ja auch schon mega. Und ja, mehr bleibt das. Haben wir noch Konfetti da? Zettel abgelesen? Nein, das habe ich nicht abgelesen. Okay. Ich kann die Zettel auch weglesen. Wir haben und viel Spaß. Und ich kann einfach weitersprechen. Letztes Jahr war es auch super. Ja, passt Moderator schon. Ja, stimmt. Nein, also, das ist voll genau, das ist ja der Eröffnungsspiel. Wir wollen ein bisschen gleich nochmal einen kleinen Rückblick wagen auf letztes Jahr. Habt ihr noch Erinnerungen an letztes Jahr, wie es war? Oder ist alles alles weggesoffen. Ey, alles das weggesoffen. War ja nach dieser Siegesfete. Da waren ja alle Lichter aus am Ende so. Mhm. Und deswegen habe ich ehrlich keine Erinnerungen. Aber ich habe mir so Aufzeichnungen angeguckt und mit Historikern gesprochen auch, mit Sporthistorikern insbesondere, die diesen Triumph versucht haben, historisch einzuordnen und daran gescheitert sind. Ja, das ist was für weit in der Zukunft. Ja, die Auswirkungen, ne? die Wellen, die das geschlagen hat. Ganz genau. Ja, und jetzt sind wir halt wieder da, weil die Spandauer halt einfach keine Ruhe gegeben haben. Mhm. Wir haben ja bei Social Media den Beef verfolgt alle, also die Zuschauer, die uns gucken, die haben das ja verfolgt, wie gemein die Spandauer uns da angegangen sind. Richtig, so ein bisschen so im Mitleid geheischt da mit diesem Video, wie er da so vermeintlich gemobbt wird. Ich meine, das waren auch eher Mitarbeiter von ihm, die ihn da gemobbt haben. Ja, ich meine, Henno wurde irgendwie einfach verprügelt oder angegangen. Auf einer Straße, genau. Auf einer Straße. Und ja, dabei waren die doch alle schlecht. Die waren alle schlecht. Also da war ja keiner gut. Insofern, was das für ein Hack war. Das war im Grunde so, er hat dieses Video, das hat dann schon so ein bisschen Mitleid erregt. Da haben wir gesagt, machen wir nochmal eine Gamevasion. Aber das ist ehrlich gesagt auch lächerlich, weil in Spandau brauchst du keinen Grund, um auf der Straße verprügelt zu werden. Also, ja, vor allem Henno nicht. Ja. Das ist so gut, also, dass das so in Zusammenhang mit Hamburg genau. Spandau gesendet wird. Ich glaube, wenn Henno über die Straße geht, wird er einfach immer geschlagen. Die haben das nachsynchronisiert, glaube ich. Das Gute war, wir hatten dann ja noch so ein Video von dir rumliegen, was du zufällig gefilmt hattest, wo du über die Straße läufst, was halt eigentlich Alltag ist. So haben wir dann so getan, als sei das irgendwie darauf gemünzt, aber eigentlich könntest du das quasi jeden Tag neu filmen. So, ne? Ja, wir alle kennen das Problem natürlich, das Leben auf der Überholspur. Es ist manchmal auch schlauchend. Also es hat nicht nur Vorteile, die Besten zu sein. Übrigens ist die. Ja, nee. Du wolltest was sagen. Nee. Dann sage ich was. Ich zeig Spandau jetzt schon mal den Notausgang. Achtung, jetzt brauchen wir das Vollbild. Da, hinter Nils ist der Notausgang. Also da müsst ihr dann langrennen, geprügelt mit eingezogenen Schwänzen, einfach durch die Wand raus. Das ist so der. Du hattest gefragt, ob wir uns noch erinnern. Das war ja, glaube ich, auch ein Stück weit eine Überleitung zu einer Magnetaufzeichnung. Mhm. Richtig, wir haben ein kleines Video noch vom letzten Jahr, das ziehen wir uns noch mal rein, dann reden wir noch mal darüber. Und das Video können wir uns jetzt mal direkt reinziehen. Und eine Sache habe ich noch vergessen, natürlich danke an Samsung, die das Ganze hier übrigens möglich machen, die auch Hauptsponsor sind für diese Gamevasion, die dieses Format hier sponsoren. Also vielen Dank daran, an die gesendet, falsch gesagt. Ich brauche doch meine Zettel. die Mats kommt jetzt. Ihr dürft auch gerne drüber quatschen, wenn euch die Emotionen so sehr packen, dass ihr euch nicht. Ja, letztes Jahr muss man ja sagen, war ja die Gamevasion sozusagen in Spandau und in Hamburg. Also Teile davon haben hier halt stattgefunden, in Hamburg und in Berlin. Und dieses Jahr ist ja wirklich alles komplett in Hamburg. Ja, es hat sich einfach herausgestellt, dass Spandau gar nicht die Infrastruktur hat, um überhaupt Events dieser Größenordnung nicht genug Strom austragen auch. Zu können. Zu wenig Internet. Strom. Ist auch eine Hungersnot in Spandau. Ja, das ist so ein bisschen wie beim Fortnite-Stand vor einigen Jahren in Spandau. Wenn die Notdurft zu groß wird. Wie früher die Könige und so in ihren Schlössern, einfach hinter den Vorhang. Ja. So ist es Spandau. Das ist Spandau Way of. Nur, dass die halt keine Vorhänge haben.
Oh, hier, genau, Hamburg vs. Spandau waren dir da schon so ein bisschen das Main-Ding. Man hat auch dich gerade bei den Championships gesehen, hast ja auch fast gewonnen. Ich muss fast gewonnen. An manchen Stellen gut abgesahnt, an anderen Stellen aber auch verkackt. Es hat mir richtig Bock gemacht. Also das war, weil endlich hatte ich mal in den Nerd-Quizzes auch Opfer. Nicht aber nur Leute, die alle viel krasser sind als ich, weil sie alle noch super nerdiger sind, sondern da waren auch ein, zwei Opfer drunter. Da konnte man dann auch mal ein bisschen gewinnen. Das war so schön. Und hier sehen wir nochmal den Moment des größten Betrugs. Ja, sehr schön, dass wir das auch noch mal eingefangen haben. Hat natürlich am Ende trotzdem nicht gereicht. Aber da sieht man, mit welchen perfiden Mitteln die Spandauer tatsächlich unterwegs sind. Man muss natürlich alles sagen, ist ihnen recht. Wir kommen gleich noch zu Hamburg vs. Spandau. Auch wir haben, sagen wir mal, alles eingewechselt, was der Laden hergibt. Vom Hausmeister bis zum Cutter, je nach Disziplin. Das wird dieses Jahr anders. Das musst du gleich nochmal erklären. Denn natürlich gibt es wieder Hamburg vs. Spandau. Es gibt wieder die Championships. Viele, viele interessante Shows haben wir in den nächsten drei Tagen. Mhm. Ein volles Programm. Ein Kessel buntes. Oh genau. Ja, Pen & Paper übrigens auch. Ne? Pen & Paper, ja. Genau, hier sieht man Maxims Sieg. Ja. Auch glorreich. Hier die Flucht von Henry, ja. Ey, das ist aber auch, die Halle war toll. Da konnte man so richtig schön sich warm laufen. Ne? Simon Puschinski. Mhm. Ja, genau. Kalle ist natürlich auch da. Mit dem wird auch einiges geletzplayt. Das war gar nicht Gamelation. Das war einfach nur privat. Das war einfach nur reingeschnitten, ne? Das war zwischendurch. Von Gregor und Simon ein Wochenende. Ja. Schön, auch die Hängetitte noch zu sehen. Das war toll. Ja. So, hier, genau. Wirt. Alter. Kann ich nicht spoilern, ist auch dieses Jahr wieder Caster. Das fand ich übrigens sehr schön, weil Wirt, muss ich tatsächlich, war ein bisschen opportunistisch. Also, als es eine Zeit lang so aussah, als wenn die betrügerischen Machenschaften der Spandauer zum Erfolg führen könnten, hat er sich tatsächlich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gen Spandau gelehnt. Ja. Als dann am Ende aber ganz klar wurde, okay, der Pokal geht natürlich nach Hamburg. Da hat er sich also von allen dort am meisten demonstrativ gefreut. Da hoffe ich mir doch dieses Jahr, dass er sich dran erinnert. Dass er, zu welchem Team er dann auch gehört, unabhängig davon. Ich habe das in der Matze auch aufgegriffen. Das sah so ein bisschen nach Stockholm-Syndrom. Irgendwas wurde er da gefoltert in Spandau, man weiß es nicht. Also da muss man einfach auch sagen, Wirt hat den Opportunismus wirklich gemaxt. Ja. Also er geht wirklich mit dem Flow. Spandau liegt vorne, er ist Spandau-Fan und am Ende Hamburg ist Fan, ist er Hamburg-Fan. Aber ist okay. Ja. Wir nehmen, was wir kriegen. Ja, man muss sich die Wege ja auch offen halten. Du weißt ja nie, wie die Zukunft. Du weißt nicht, wie sich's entwickelt. Ja. Genau, wir haben ja den Sendeplan offen. Wir können ihn einmal. Ich reiß mal kurz den Laptop an mich. Reiß alles an dich. Sieht man das jetzt schon hier? Ja, zeig doch mal. Ja, genau, hier sieht man es schon. Mhm. Weiß nicht, ob man es lesen kann. Ich kann mal versuchen, reinzuzoomen. Geht das hier? Ja, das geil, ist doch gut. Geil. Ihr könnt das auch ganz followen auf Instagram. TheGameVasion. Hashtag This is TheGameVasion. Wir sind auf TikTok. Ich bin auf TikTok. Ich bin der GameVasion. Warum? Ja, ich habe ein TikTok-Video zu GameVasion veröffentlicht. Ja, okay. Das ist geil. TikTok finde ich auch gut. Mhm. Du hast in deinem Leben noch nie. Aber Moment, hat nicht der Nils das krasse Video mit den 6 Millionen Klicks? Ja, der Nils hat ein offizielles. Also ist er jetzt der Gaming-TikTok-Millionär. Offiziell ja, aber ich hänge mich dran. Ich möchte auch gerne. Ich lass mir das noch zeigen von unserem TikTok-Team und dann hole ich da aber auf. Mhm. Also die mittlerweile über 6 Millionen Leute, die mich dort auf TikTok gesehen haben, ihr könnt ruhig den beiden auch followen. Also das ist jetzt nicht exklusiv. Ich hab noch gar keinen, aber das also ist bei nur bei mir sein. Regelmäßig müsst. Challenges, Fun. Ja. Apropos Dance, Fun, also wir befinden uns ja gerade in Fun, dem Eröffnungs-Item, was ihr jetzt gerade seht. Und wenn ich jetzt noch nach unten scrollen könnte, ja, kann ich, geil. Dann seht ihr, das ist ja ein langer Blick. Wie hier heute Abend noch die Hütte abgerissen wird. Hier direkt im Anschluss seht ihr zum Beispiel Yu-Gi-Oh! Hand of Blood gegen unfassbar gute Spieler. Ihr seht eine Dark Souls Challenge zwischen Eddie und Hand of Blood. Da werde ich jetzt noch keine Details verraten. Ihr seht die Opening Night live später noch, die Gamescom ja auch eröffnet. Aber wir begleiten ja auch die Gamescom. Jeff Keighley wird wieder richtig viele World Premieres raushauen. Wir gucken zu. Und ansonsten sind die Highlights diese Woche, ich will jetzt nicht jedes Detail spoilern. Aber die Highlights diese Woche sind, wie du schon gesagt hast, Championships haben wir wieder, aber in einer komplett anderen Form. Also Leute, die es verfolgt haben, das hat nichts mit den Championships des letzten Jahres zu tun, außer dass vier Leute in verschiedenen Challenges gegeneinander antreten. Aber dieses Jahr sind wir komplett in Hamburg mit einer Live-View unterwegs und fünf Internet-Kamerasignale prallen auf unsere Regie, wir jonglieren damit und das wird entsprechend richtig, richtig krass. Also technisches Novum haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Sind alle ein bisschen bibbern die Knie, aber ich glaube, das wird ganz geil. Und genau, bei Hamburg vs. Spandau, die Leute sind hier, ist schon mal der Riesenunterschied. Die sitzen nicht mehr in Spandau, sondern die sind hier. Natürlich von euch isoliert, sodass ihr euch nicht an die Gurgel geht. Wie beim Eurovision Song Contest, wo dann der Gewinner muss quasi den nächsten ausrichten. Ja.
Deswegen haben wir jetzt schon mit der Stadt Hamburg gesprochen, dass wir für die nächsten 100 Jahre eine feste Location für die Gamevasion bekommen können, damit man nicht jedes Jahr aufs Neue gucken ja. muss. Ja, genau. Also genau, wir haben 5 Leute auf jeder Seite, die alle Disziplinen diesmal spielen. Wir haben nur 2 Folgen, die sind aber dafür länger. Und in jeder Folge kommen 5 Disziplinen vor. Die meisten davon eher beefig. Das heißt, also Vorteil für euch vielleicht sogar ein kleiner, weil nicht so e-sportlich, nicht so. Das ist alles jetzt schon mal so. Der Ansatz ist schon falsch. Ja, ich will euch Mut machen. Ich will euch Mut machen. Ich glaube, das sind richtig Bluthunde. Da läuft schon der Sabber richtig runter. Wir haben es bei Twitter ein bisschen übertrieben, glaube ich, mit den Dissen und eben. Ja, das war sehr schön zu sehen. Das ist Stock-Footage. Die lästern dauernd darüber, wie alt wir sind, weil sind die selber alle über 30, die alten. Die kommen da auch noch 30 hin. Sind alle gleich. Die alt, wachsen so. Rein in das Alter. Aber ich meine, also das ist ja völliger Quatsch. Ne? Das ist ja so, als wenn du gegen den einarmigen im Tischtennis verlierst und dann machst du dich darüber lustig, dass der nur einen Arm hat, aber du hast doch gerade gegen den verloren. Ja, das macht doch noch schlimmer. Ja, das macht noch viel schlimmer. Behaupte mir, gerade bei Tischtennis könntest du vielleicht sogar auf den zweiten. Nein, ich meine beidhändiges Tischtennis. Ach, beidhändiges Tischtennis. Okay. Ah, so. Und dann, um das nicht zu vergessen, haben wir natürlich noch das dritte Highlight. Das ist auch dieses Jahr wieder Pen and Paper. Und da gibt es eine richtig geile Runde. Und da spielen diesmal mit Nils, also du, Maxim, Bart und Kalle. Und das findet diesmal in einem richtig klassischen Fantasy-Setting statt. Also Back to the Roots mit Zauberringen, Elfen und Zwergen und dem ganzen, alles, was da rein muss. Wurde den Leuten erklärt, wie sie sich in Gegenwart von Nils zu verhalten haben in einem Rollenspiel? Haben die sich die Sachen mal angeguckt? Wird alles weggelootet und alles weggefragt und da bleibt nichts mehr übrig für andere. So sind wir halt. Ja, das. Weißt du, Nils guckt schon, mal gucken. Weißt kannst du schon genau, was ne? zu deinem Charakter sagen? Kann er manipulieren? Ja, vielleicht ist ein guter Redner. Ich bin ein Barden. Das passt so gut. Und werde auch eine Ukulele bei mir haben und werde natürlich dann auch viel musikalisch an die Probleme herangehen, weil ich finde, Musik löst Probleme. Willst du vorher üben? Also, ich meinte jetzt mit der Klampe. Nein. Okay. Genau, ich glaube, es wird sehr lustig. Ich kenne auch schon die anderen Charaktere. Also, ich weiß auch schon, wen Kalle spielt. Und singst du dann so eine Kopfstimme? Kannst du das mal irgendwie, also hast du so eine hohe Badenstimme? Ich möchte auch mal kurz was hören. Ich möchte mich nicht zu den unterschiedlichen Tonlagen äußern, die ich dann anstimmen werde. Das muss aus der Situation heraus geboren werden. Ich passe mich dann an. Also, wenn es dramatisch sein muss, ist es halt eine Dramaturgiestimme. Und kannst du uns sagen, wie dein Charakter heißt oder ist das noch geheim? Bartholomäus? Bartholomew? Na ja, ich hatte einen ähnlichen, ich hatte irgendwas mit Bart hatte ich halt natürlich, weil das ja ein Bart ist, Bart. Und den Rest muss ich mir noch überlegen. Ich hatte schon irgendwas vergessen. Aber hat er auch ein Badezimmer? Badezimmer? Naja, das ist vielleicht der hat alles. Scheiße. Ja. Ich will jetzt nicht alle Bart-Gags vorwegnehmen. Schnell, aber also, zwei kann man doch mal machen. Hey, apropos Preisausschreiben. Genau. Ja, gut, sehr gut. So, genau, ich habe schon gesagt, der ganze Bums hier läuft vor allen Dingen über Samsung und Samsung hat eine Menge Preise gesponsort und die könnt ihr in dieser Bauchbinde, die jetzt hier sogar tatsächlich aufploppt, da findet ihr quasi den Ort, wo ihr diese Preise abstauben könnt. Ich habe sie nicht alle parat, aber sie sind alle geil, wurde mir gesagt. Es ist der absolute Shit, was ihr da gewinnen könnt. Und genau, da bitte kräftig dran teilnehmen. Und wir haben es jetzt schon mehrmals erwähnt, die Gamevasion, das sind ja nicht wir 4 Gesichter so, weil die könnt ihr ja fast jeden Tag sehen. Das bin ich nicht, bin ein bisschen exklusiver hier. Aber da sind ja noch ganz viele andere Gesichter drin. Wir haben schon ein paar davon genannt. Wir haben Maxim gerade gesehen im Video. Wir haben Henno gesehen im Video. Ja, wo sind die denn alle? Genau, wo sind die alle? Das ist die große Frage. Verteilt in den heiligen Hallen von Rocket Beans. Wir haben halt den Platz. Ja, dann such sie doch mal. Ja. Ich, ja. Dann geh doch mal, hol die doch mal her, ich will die auch mal sehen. Also, genau. Das ist so gemeint, weil ich überhaupt nicht weiß, wo die überhaupt alle sind. Nils, willst du nicht mitkommen? Diese okay. Wie es geplant war. Moment. Ach so, ist doch gar nicht so weit. Genau, ja, lass uns die doch mal suchen gehen, wie wir das uns vorgelegt haben. Das ist eine super Idee. Eine super Idee, genau. Die sind überall verteilt in diesen brillanten Studios, die alle so hübsch sind wie diese. Ihr seht sie gleich auch noch hässlich von hinten. Also gleich ein bisschen hinter die Kulissen geblickt und alle Talents eingesammelt. Wir treffen uns danach dann wieder hier, aber all das seht ihr erst nach der Werbung, die jetzt gleich kommt, damit die Technik in Ruhe auf Live-View umschalten kann. Aber dann geht's aber auch los, ne? Dann geht's aber richtig los. Dann geht's endlich los. Gleich knallt's. Explosion, Konfetti. Und da sind wir. Wir haben uns beide, der Nils und ich, die dezentesten Mikros, die wir hier bei Rocket Beans finden konnten, ausgesucht. Und jetzt werden wir... Rein. Ja, aber ich hab doch eins. Ich brauch doch nicht. Du musst das nehmen, da. Muss ich jetzt doch das nehmen? Was soll ich das denn wissen? Okay, wir haben uns die geilsten Mikrofone ausgesucht. Und jetzt laufen wir das ein bisschen durch ganz unsere gut. heiligen Hallen. So, wir zeigen euch das jetzt. Zeigen euch die Leute, die antreten werden.
Die haben sich hier überall irgendwo breit gemacht. Die ist natürlich für die auch, glaube ich, beeindruckend. Ne? Also wenn du so aus Spandau kommst. Und dann naja, Micha, alles gut. Wir wissen den Weg. Wir kennen den Weg. Wir haben hier sehr viele Räume und das ist teilweise wie ein Labyrinth. Also man läuft mal so lang gehen, Micha. Und dann denkt man, das ist derselbe Gang. Aber plötzlich merkt man, das ist ein anderer Gang. Ja, denn und wir gehen jetzt hier erstmal eine Tür, lang. Hier ist unser nächstes Studio. Kurz mal reinkommen und hier wartet jemand nur darauf, endlich alle Spiele, die hier laufen, genial kommentieren zu können. Er ist in medias res gerade. Maxim! It's me. You've been waiting. It's me. Komm, ich setze mich mal zu dir. Achtung, ich laufe an der Kamera vorbei. So, und da ist auch schon das Mikrofon. Jetzt darfst du nochmal Hallo sagen. It's me. Hallo. Mein Name ist Maxim. Ich bin auch dabei bei dem ganzen Laden. Freue mich sehr. Ich habe euch ja schon über drei Ecken gehört, ihr seid ja übel weit weg. Ja, das ist hier Halle um Halle um Halle. Manchmal vergessen wir, dass wir hier Hallen haben. Ja. Da wohnen dann manchmal Leute, irgendwelche Obdachlosen schlafen dann da. Das ist aber nett, dass ihr quasi die mit beherbergt. Aber nee, stimmt, das waren die Spandauer, ne? Das waren die Spandauer, ich habe das irgendwie verwechselt. Was geht heute? Also was wirst du heute kommentieren? Wo wirst du am Start sein? Ja, ich freue mich sehr, sehr auf Dark Souls. Das werden wir nachher so ein bisschen spielen. Das bedeutet, der gute Max darf ja heute nicht nur Yu-Gi-Oh! Zocken, sondern darf direkt gegen Etienne antreten. Aber da hat er ja sogar ein bisschen Ahnung. Er hat das ja die ganze Zeit schon gemacht jetzt. Das ist richtig. Max hat relativ viel Erfahrung, hat es gerade erst frisch durchgespielt. Er hofft aufs Beste. Der gute Kalle und ich werden das Ganze moderieren, werden das Ganze kommentieren. Krieg ich direkt ein bisschen Angst, Nils. Ne? Da haben wir schon wieder einen, der trainiert ist, gegen Ede. Ja gut, aber wir haben halt auch Gnade walten lassen, weil wir haben gedacht, wir müssen jetzt nicht direkt in jeder Kategorie Spandau dominieren. Man muss auch ein bisschen was geben können im Leben. Wenn man viel hat gerade dann. Gerade wenn man viel hat, tatsächlich, ja. Jetzt muss ich dich gerade mal fragen, weil ich weiß, du bist auch gut in Dark Souls und ich könnte dich da auch sehen. Gab es da zwischen euch Diskussionen, wer von euch hingeht oder wurde das über eure Köpfe hinweg entschieden, über die Helme? Nein, überhaupt nicht. Also man darf ja nicht vergessen, dass ich ohne Eddie ja auch nie Dark Souls gespielt hätte. Von daher gebe ich ihm natürlich auch den Respekt des Altvorderen und Dinge, die Dark Souls betreffen, lasse ich ihm sehr gerne den Vortritt. Und ich glaube auch, er wird das sehr gut machen. Ja, das soll ja auch mit einem Risiko verbunden sein tatsächlich. Denn ich bin ja auch Redakteur tatsächlich. Na, und habe dann gefragt, wie er sich so vorbereitet hat. Und es war so... Was heißt das? Zero Vorbereitung? Es war wirklich tatsächlich wenig. Aber ich freue mich da sehr, sehr drauf. Also wie gesagt, Kalle und ich nehmen das Ganze durch. Und dann wird ja mein Großanteil sein, fast alles zu kommentieren. Freue ich mich sehr drauf. Und gerade der letzte Tag. Das war da sehr, sehr schön. Ich darf ja die Championships ja quasi verteidigen. Aha. Haben wir gewonnen. Gegen wen habe ich eigentlich gewonnen im Finale? Weißt du das noch? War ich das? Nein. Tetris. Scheiße, doch, ich erinnere mich. Das war ja wirklich gerade Tetris. Ne? Da habt ihr das eine Spiel genommen. Die eine Schwachstelle, ne, die ich habe. Mein Kryptonit, ja, Tetris. Es ist ja auch in Russland erfunden tatsächlich. Weshalb ich natürlich da große Vorteile habe. Ne? Ist das in den Genen? Ja, ist das wirklich so. Die Blöcke. Das war richtig gut. Ja, dann bin ich gespannt. Dieses Jahr wird es kein Tetris geben. Das kann ich schon mal spoilern. Ja, es sollen 10 Games bei der... bei den Games an sich sein, Hamburg gegen Spandau. Und was bei den Championships passiert, weiß ich wenig. Es gab einen goldenen Brief. Den habe ich vorgelesen. Ja, so gut ich konnte. Kann ja nicht lesen. Na, und ich bin sehr, sehr gespannt. Also es hat auch was mit Höhe zu tun. Ich habe tatsächlich so ein bisschen Respekt vor Höhe. Na, so eine Leiter kann ich angucken, aber dann hoch, ne? Das ist schwierig. Aber da freue ich mich sehr drauf. Und ich hoffe, ich pray to God, dass das Wetter mitmacht. Aber es ist ja, Hamburg ist ja bekannt für gutes Wetter. Wegen der Höhe hast du deswegen auch deinen Stuhl so niedrig. Ja, der Boden muss immer greifbar sein. Der Puls ist jetzt um 20 höher tatsächlich, ne? Aber sonst wird das sehr, sehr nice. Maxim, wir haben noch viele Leute abzuklappern, ja. Viele Räume, du kennst ja die Laufwege, ne? Deswegen vielen Dank für diese kurze Einführung. Ich freue mich tierisch darauf, dass du da bist und bin gespannt, was da alles gleich kommt. Ne? Ja. Bis dann. Oh, Moment, ich soll zu einer Party was fragen. Wirst du da DJ oder was auflegen? Nein, DJ, gleich auf der Party. Ja. Nicht? Wir sammeln dich quasi nur ein. Aber da fahrst du mit dem Bus dann tatsächlich. Ne? Du, genau, okay. Du steigst in den Transfer-Shuttle ein und fährst ins Studio Alpha. Sehr gut. Und die Fahrt dauert jetzt 20 Minuten, dass du gleich mal einsteigst. Okay. Das neue unterirdische Bussystem, das hat sich echt gelohnt. Genau, ne? Es ist tatsächlich unterirdisch, weil Hamburg ist sehr gut erschlossen. Es ist wenig Bauplatz, deswegen ist die Stadt auch nach unten bereits erweitert worden. Wir haben dort ein Transportsystem, natürlich rein elektronisch, ohne CO2-Emissionen und Höchstgeschwindigkeiten von 100.000
Stunden Kilometer. Also Vorsicht mit der Tür. mit den vielen auch Schwenktüren. Nett, dass dir niemand hilft, weil du hier rückwärts gehst. Wir haben viele Kamera, Männer und Frauen, eine und weniger. Ja, aber die sind vor allem alle trainiert im Rückwärtslaufen. Ja. Die wissen genau, wo es langgeht. Oh, guck mal, hier gibt's was zu essen. Stehen da auch Namen drauf? Das ist oder? Aber, ja, Maui. Alle sind für Maui. Mm. Was ist denn das für ein Typ, dass der all die Dinger da essen will? Na gut. Ah, da kommen wir gleich nochmal wieder zurück. Wir sollten die Mats hier ein bisschen einkürzen. Und schon mal vielleicht einfach auf dem Rückweg dann schnell noch was mitnehmen. Ganz genau. So, hier sind geheime Räume, die dürfen wir euch nicht zeigen. Da wird wahrscheinlich trainiert. Ja, und wenn ihr unsere Führungen kennt, wir machen ja regelmäßig, weil wir ständig anbauen, dann wisst ihr ja, dass wir hier jetzt erstmal so durchgehen und hier sind die alten Räumlichkeiten, die Redaktion. Achtung, wischt mal über die Tische, macht das alles weg. Alles. Ah, dann macht die Äpfel hin. So, hier haben wir auch Äpfel, frisches Obst und Wasser. Du bleibst da drin, ich kann mir nicht zeigen. Und das ist schön, hier so die Trophäenwand. Da kommen dann natürlich auch die Köpfe der Spandauer irgendwo hin. Auf so kleinen Piken. Ja, ja, das ist... Ach, guck mal hier. So grinst er aber auch nur, wenn er gemalt ist, ne? Ja, wenn andere ihn malen, ja, ja. Ja, genau, wenn Ede, selbst wenn Ede sich selbst malen würde, würde er nicht so grinsen. Ja. Wir gehen hier hoch, das... Ja? Ja? Na, ich wollte nur sagen, weil du hast angedeutet, oben ist so die Chill-Out-Area, könnte man sagen. Ist gemütlich, kann man abhängen. Da werden die ganze Zeit die Hass-Tweets gegen uns, werden von hier abgesendet. Um den Tweet so, anzuzetteln. Hallo Leute, bitte GZ-Musik ausmachen. Oh ja, bitte. Hallo Kalle, schön, dass du da bist. Was machst du hier? Ich guck hier gerade ein Video. Was guckst du da? Busfahrer Kalle. Simulator Song 2021. Ist es einer deiner größten Hits? Ja. Ich bin ein bisschen. Komm mal mit, Kalle. Wir stellen uns mal hier. Hier so vor. Setz dich mal hin. Was ist das? Darf ich mal? Ja, ja, setz dich hin. Setz mich hin neben. So, wir wollen natürlich auch ein bisschen mit euren Gehirnen ficken. Und deswegen setzen wir uns jetzt hier direkt. Davor. Das sind mir zu viele, Nils. Dann nochmal. Da drehe ich mich um. Dann. Du warst letztes Jahr schon dabei. Dieses Jahr wirst du noch ein bisschen mehr für Spandau leisten müssen. Ist dir die Aussichtslosigkeit dieser Situation bewusst? Ich verstehe die Frage nicht. Ist dir die Aussichtslosigkeit dieser Situation bewusst? Für Hamburg. Hast du was mitbekommen letztes Jahr oder was haben die dir erzählt? Ja, ich bin ja noch nicht so alt wie ihr, deswegen habe ich natürlich alles noch sehr gut im Gedächtnis. Aber Age-Shaming ist bei euch in der Schule auch ein Schulfach oder habt ihr keine Schulen im Allgemeinen? Wie bitte? Okay, nächste Frage. Du bist ja so ein bisschen ein Energiebündel. Ich bin der Kalle, ich bin auch dabei. Kalle. Ja. Ja. Mhm. Okay, hier sieht man auch schon dein neues Merch. Kann man ja auch mal sagen, du hast eine neue Merch-Linie rausgebracht. Hochwertiges Material auch. Kalle. Ja, okay. Also ich freue mich sehr, dass du da bist. Insbesondere bei den Hamburg vs. Spandau Events zähle ich drauf, dass du halt nicht so gut im Gaming bist, oder? Was soll das jetzt hier? Okay, Kalle, ich freue mich, dass du da bist und ich würde dich jetzt bitten, wenn du unten die U7 nimmst und direkt das Shuttle ins Studio Alpha. Da wartet schon Maxim auf dich, Eddie wartet auf dich und der Beginn einer fantastischen Karriere. Ja, ich freue mich auch, danke. Okay, bis gleich, Kalle. Kalle Kuschinski, meine Damen und Herren. Hier, Klammer! Warte mal! Lass mal laufen! Die haben dir einen echten Bus gegeben! Die haben ihnen einen echten Bus gegeben, Mann! Das freut mich sehr. Kalle und ich werden übrigens auch den Bussimulator fahren. Er wird mir das mit dem Bus wohl alles beibringen. Habe ich gehört. Ich weiß wirklich gar nichts. Bin sehr gespannt. Er meinte, je weniger du weißt, desto besser. So, jetzt muss ich mal eben kurz Michael in die Augen gucken, wo wir als nächstes hingehen wollen. In den Green. Hoch in unsere fantastische Gaming-Arena. So, Leute, wir sind hier bitte live auf Sendung. Nichts Peinliches machen, so, bitte. Bitte nichts Peinliches. So, ja, bitte okay, ein bisschen aufpassen, alles, was ihr hier so macht.
Hi. Was ist das hier? Ja? Hier liegt immer so viel Zeug, was man gerne mitnehmen würde. Hallo. So viele Leute denken sich jetzt, das kann doch nicht deren Ernst sein, was sie uns bislang gezeigt haben. Noch mehr geht ja wohl nicht. Das sind ja schon zwei Leute gewesen. Ja. So, wir gehen weiter und jetzt gehen wir nach oben. Das sind die heiligen Hallen, wo normalerweise auch Game 2 aufgenommen wird. Da ist unser riesiger, gigantischer Green. Und da sitzt eine weitere Kontrahentin. So, siehst du, die Kamera schön mal aufmachen noch. Ey, diese ganzen Treppen, ne? Ich würde behaupten, wir sind auch deswegen so jung und fresh immer noch, weil wir hier so krasse Wege immer haben. Und auch, ja. Weißt du, wie so Sprungfedern. Ich kann gar nicht normal laufen. Es ist diese Power in den Unterschenkeln, die lässt mich hüpfen. Schade, dass wir keine echten Sportkämpfe, Wettkämpfe haben. Dass da nichts unplugged wird, sondern dass es leider nur um die digitalen Skills geht. So, da sind wir. Und wie ihr hört, überhaupt nicht außer Atem, oder? Okay, jetzt sind wir aber endlich da. Wow, ist das groß! Krass. Das ist ja nochmal größer geworden. Hallo! Und da ist die Gnu! Da ist sie. So, Gnu. Weil das Tolle ist, hier haben wir zwei Stühle. Können wir uns beide können wir uns neben mal Gnu links setzen. Und rechts von dir drapieren. Ah, so. Ach so, Gnu sitzt auf der anderen Seite. Ich muss ins Mikrofon sprechen, aber der Nils wird dir auch gleich noch eins hinhalten. Hi. Hallo, 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 meinst, hallo. Meinst, es gibt mir jetzt ja nicht mal einen Popschutz. Gnu. Ich bin auf Reddit, ja. Mann, ey. Die sind zu lang, ja. Ja, das ist so, ich halt's jetzt, mach's so okay. Gib dir nicht Futter. Nils, frag mal was. Du sitzt hier tatsächlich auf der Hamburger Seite. Das ist hier die Wettkampf-Arena. Und hier wird Hamburg vs. Spandau auch stattfinden. Hast du dir jetzt ganz bewusst diesen Platz hier ausgesucht, quasi, dass du für Hamburg mitspielst? Ist es ein Hilferuf? Wie ist das? Ich habe mich hier hingesetzt, damit ihr euch hier schön hinpflanzen könnt. Und ich hier nämlich alles im Blick habe, so wie ich euch im Blick haben werde. Aber hast du schon geübt? Hast du diese Möglichkeit genutzt, um schon ein bisschen zu üben? Tatsächlich nicht, aber einige der Games habe ich schon gespielt. Und ich bin immer so, dass ich sage, komm, all in, wir gucken spontan, wie es läuft. Und ein bisschen Schwabelpower ist immer super, gell? Das habt ihr auch so gemacht, gell? Ihr habt euch morgen vorbereitet. Na, wir bereiten uns immer vor. Also wir sind Videospieljournalisten und auch Veteranen in diesem Bereich und wir müssen uns nicht vorbereiten, weil wir so viel schon gespielt haben in unserem Leben und das wiederholt sich ja diese Abläufe. Ne? Deswegen sind wir eigentlich aus der Nummer raus, wir sind dauer vorbereitet. Wir sind wie Obelix in den Topf der Vorbereitung gefallen, ja, sozusagen. Als Kinder. Aber die Unterhaltung steht an erster Stelle und das denke ich mir. Deswegen, das wird schon. Das finde ich auch richtig, ist eine gute Ansage, aber mir fehlt da ein bisschen so die Competition. Das Zickige, du musst uns auch mal zeigen, was jetzt abgeht. Ich meine, du bist ja schließlich auch, du vertrittst ja auch dann die Spandauer. Ja, das kommt dann in-game. Ich will jetzt noch nicht mein wahres Gesicht zeigen. Ihr werdet sehen, wie ich mich verwandeln kann, aber noch nicht. Vielleicht denkst du auch, dass wir die Bandagen etwas weicher machen, wenn du so nett bist. Nee, das hat nie funktioniert bei euch. Nee, das ist ja. Das macht's so schlimmer bei euch deswegen. Ja, wir sind alle in festen Händen und viel zu alt und Gamer. Da ist dann die Punktzahl wichtiger. Und ich bin auch das erste Mal dabei. Das heißt, ich bin ja noch so ein bisschen nervös, muss ich sagen. Das könnte euch, das denkt ihr, das ist ein Schwachpunkt, aber wartet ab. Ich war beim anderen Event schon mal sehr gut. Unter Druck wirst du richtig gut, brillierst du dann? Ja, meistens. Aber werdet ihr sehen. Okay. Wartet ab. Bin sehr gespannt. Hast du dir denn alte Sachen mal angeguckt? Also von der letzten Game Vision? Ja, und dich. Wie bitte? Oh! Ich hab's akustisch nicht verstanden. Ja, ich habe mit einem weinenden Auge zugeschaut, weil ich schon letztes Jahr sehr gern dabei gewesen wäre. Ja, das stimmt. Du bist ja aber nicht nur bei Hamburg vs. Spandau dabei, du bist auch bei den Championships dabei. Du versuchst dir dort einen der prestigeträchtigsten Titel in der Welt nicht nur des elektronischen Sports, sondern des Sports oder der Aktivitäten im Allgemeinen auch zu sichern. Wie siehst du da deine Chancen? Ich bin sehr gespannt. Ich habe sehr großen Respekt vor den Leuten, gegen die ich antrete, weil ich weiß, sie sind alle sehr ehrgeizig. Ich habe euren Brief gelesen und dachte mir, wollt ihr mich verarschen? Aber ich bin mega gespannt und mega aufgeregt. Es wird mega geil. Also wirklich, Leute, es wird richtig, richtig nice am Freitag. Ich würde auch lieber vom Außen zuschauen können, aber ich bin leider dabei. So geht's uns ja allen, ja. Am liebsten würden wir auch alle nur zugucken. Und jubeln und anfeuern. Ja, also volles Programm für dich. Hamburg vs. Spandau Championships bist du dabei. Du wirst auf jeden Fall richtig gefordert. Und bei dir auf dem Kanal findet ja auch ein bisschen was statt, ne? Ja, genau. Auch da sind wir gerade live. Da wird schon fleißig angefeuert. Deswegen Schar an alle da draußen. Schön, dass ihr da seid. Generell. Schar ist der
Ja, ist unser Kampfruf. Schar? Ja. Schar. Ist das eine Abkürzung oder? Ist es auch, Schade? Ja, ist, nee, es ist laber kein Schar. Ah, okay. So dieses Wort und deswegen so ein bisschen Kampfgeist. Da geht's schon ab, die Stampede läuft. Ja, es sind generell eine Menge Leute gucken schon zu. Also es ist, die Aufregung ist wirklich spürbar, weil wir müssen dann auch liefern. Ne? Jetzt haben wir die Leute hergekarrt. Ja, gut. Jetzt haben wir den ganzen Shit hier aufgebaut. Jetzt müssen wir dann auch richtig ruhlen. Ja, Gnu, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hoffe, dass du Erfolg und auch Freude findest an diesem großartigen Event. Ich würde dich jetzt auch bitten, in die U23 zu steigen, die elektrobetrieben volle Wucht in das Alpha-Studio fährt. Da warten nämlich die anderen auch schon auf dich. Da werden wir gleich noch ein bisschen plaudern. Das oder wenn es voll ist, Helikopter-Taxi. Aber wichtig ist, dass wir da uns alle, dass wir uns alle dahin bewegen. Also, ich bitte euch. Ach, stimmt schon. Ja, warum eigentlich? Gut, dann einmal den Heli für Gnu, bitte. Der kommt. Der ist okay, Landeplattform. Landeplattform 123, bitte. Okay, ja. Bis gleich. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Gnu. Ja. Alter. Ciao. Können wir mal einmal ganz kurz einmal diese fetten Rechner? Ich finde das immer geil, wenn da so aufgereihte Rechner, die schon powern, die rödeln sich schon einen ab. Da wird schon, da wird das, der Sieg, unser Sieg schon berechnet, weil der so lange, der braucht so lange, bis der berechnet ist, unser Sieg. Okay. Oder gehen wir entweder mal raus. Das oder auch sehr schnell. So, vielen Dank, Micha. Das ist echt gut gewesen von dir. Okay, und jetzt gehen wir, nachdem wir jetzt euch mehr oder weniger zweimal an dieselben Ecken geführt haben, gehen wir mal wieder raus auf die Straße. Auf die harte Straße, wo gehen wir jetzt raus geworden auf die sind. Harte Straße, Micha? Ja, hier sind die 15. Hier vertraust gehen wir die du nicht meiner Routenführung? Doch, ich vertraue das. Bitte gehen Sie nun absolut. Auf die Straße. Wenn ich einer Route vertraue, dann deiner. Meiner Route, und auch die Führung deiner Route ist etwas. Wir können auch da runtergehen. Wir können auf den kurzen Weg gehen, ja, das stimmt. Und da sieht man schon, es ist trocken hier, leicht bewölkt. Heute hier in Hamburg 28, 29 Grad. Jahresdurchschnittswerte, würde ich mal sagen, hier für die Hansestadt, die Elbperle. Alles ist heute Durchschnitt. Durchschnitt Wind, Durchschnitt Wolken, Durchschnitt Regenwahrscheinlichkeit. Das wird noch regnen, ich sag's dir. So, das ist der Tim. Riecht schon so. Na, hallo Tim. So, das hier ist unser Hof. Hier parken wir die ganzen Luxuskarossen, Busse, der Helikopter, der ganze Kram. Ja, absolut. Das ist unsere eigene Straße, die Rocket Beans Straße. Ja, haben wir geteert mit alten. Wer ist das denn? Den kenne ich doch. Der hat mal. Du bist doch der, ne? Daniel Budiman, wir gehen rüber. Ich kann ja, komm, ich gehe einfach mal kurz hin. Sie sind ja Daniel Budiman, bekannt durch. Sie sind der Partner von Game One, von diesem Typen da. Richtig, genau, korrekt, ja. Bist du hier nur zum Rauchen oder ist. Tatsächlich ja. Nee, du machst die ganze Zeit Fotos, ne? Ja, ich mache Banking-of-Kram. Also ich filme euch in unangenehmsten Posen. Jede Pose ist unangenehm. Ich lösche alle, wo ihr gut drauf ausseht. Aber ich mache das auch mit beiden Parteien. Also die Spandauer, die sind richtig, alter Falter, das ist richtig, tut den Augen weh. Aber es ist schwierig, da musst du da viele Filter anwenden. Ich habe aufgegeben, ehrlich gesagt. Also mein Telefon, also ich habe schon zwei Telefone durch, die sind beide explodiert. Einfach, ich wollte nur das Foto öffnen, direkt kaputt. Eure habe ich mir halt auch nicht angeguckt irgendwie, deswegen. Also. Ist auch besser so. Ja, einfach direkt rausjagen. Also alle Sachen, die ihr seht, sind zum Teil dann von Budi. Und das Lustige ist, wir hatten vorhin ein paar Diskussionen und dann hörst du schon immer, du siehst schon immer, wenn so Leute miteinander reden und quasi um sich rum alles vergessen, dann fängt Budi an und dann schiebt sich so eine meterlange Linse ins Bild, so ein Objektiv und du hörst, okay, jetzt will er diese echten Aufnahmen haben. Diesen authentischen Moment braucht er dann. Ja, ja. So ist er halt, der Daniel Budimann. So, jetzt kommen wir in Gebäudeabschnitt 1.5. Guten Tag. Moin. Jetzt müssen wir erstmal hier sozusagen an der Security vorbei. Oh shit, vorbei. Ich habe original keinen Schlüssel dabei. Das ist kein dabei. Problem, ich habe jemanden dabei, der einen Schlüssel dabei hat. Endlich kannst du dich mal bewähren. Bild drängen. So, hier, wenn ihr auch bei uns einchecken wollt über Luca, könnt ihr einfach jetzt hier den QR-Code schnell mal bei euch vom Bildschirm abfilmen. So, ihr müsst natürlich jetzt, wenn wir hier reinkommen, ist klar, also dass ihr dann eine Maske aufziehen müsst. Oh ja, das ist ganz wichtig. Mach die mal fest. Ja, jetzt ist richtig gut. Jetzt ist es super. So ist gut. So, das ist, Sicherheit ist uns wichtig. Da ist Wirt. Von hier, Seite, was denn? Los, renn durch. Hey, Leute, ich muss kurz noch Leute abholen, die gleich in der Sendung sind. Das ist unsere Yu-Gi-Oh! Influencer. Das wird richtig geil. Ey, da drüben ist Henno, glaube ich. Es gibt Yu-Gi-Oh! Influencer? Ja, das ist Yu-Gi-Influencer, ne? Müssen die doch eigentlich heißen. Oh. Achso, sollen wir erstmal hier unten rein, Micha? Ja, wir gehen erstmal hier unten rein. Oben ist eh nichts Wichtiges. Da wohne ich. Ah, hier meine Gitarrensammlung übrigens. Das ist meine Gitarre, das andere ist mein Bass. Meine Apfelkisten und vieles Toilette. Hier. Oh, was ist das? Haben wir wohl gekauft irgendwann mal. Oh, 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 oh. Wen haben wir denn hier?
Yu-Gi-Oh! Influencer, Hand of Blood. Hanno, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wie sehr geht dir die Muffe? Naja, beim Duell der Schatten geht es natürlich nicht nur um Leben und Tod, sondern auch um die eigene Seele. Also dementsprechend ist natürlich der Nervenkitzel da. Aber ich bin ja, geht's oder? Was denn? Ja, ich höre es nur knacken, so deswegen, das ist ja ein bisschen, okay. Auf jeden Fall, da geht es ums Ganze, klar, aber ich bin ja renommiert und es ist auch nicht mein erstes Schattenduell. Mhm, ja. Moment, hast du gesagt, du bist renoviert, damit der Schaden von letztem Jahr... Nee. Hennoviert? Ich meine, irgendwie, das hat gerade geknackt. Aber irgendwie in dem Moment, wo ihr rein seid, hat es so ein bisschen nach alter Mann auf einmal gemufft. Ja, das bin ich. Das ist der Angstschweiß. Ja. Ich kann dich anders. Aber hier lagen auch eben auf jedem Stuhl Rheumadecken. Tatsächlich, ja, die brauchen wir. Die sind auch verschrieben und das ist auch okay. Und weißt du, wir stehen zu unserem Alter. Ich finde, das ist überhaupt gar... Also sein Geburtsjahr ist kein Handicap, sage ich immer. Was ein Handicap ist, ist, wenn man sehr schlecht in Videospielen ist. Das stimmt. Oftmals geht das einher. Ja, manchmal fängt das aber auch früher an im Alter. Ne? Das ist so... Es ist ja wissenschaftlich bewiesen, ich komme ja aus den E-Sport, Nils, dass man als 16-Jähriger zum Beispiel auf dem Hoch ist seiner, wenn es um Reflexe geht. Mhm. Ja, und im Gaming ja nicht unerheblich. Du bist, glaube ich, jetzt dreimal so alt. Wie du jetzt? Nee, wie 16, oder? 16, 32, ja, ein bisschen mehr, ja. Genau, und dementsprechend lassen halt die Reflexe dann irgendwann nach, denke ich. Aber wie kannst du das erklären? Du sagst, du kommst aus dem E-Sport und du kannst nicht mal gegen so alte, skillbefreite, räumerdeckenbedürftige Loser wie uns gewinnen. Was sagt das über deine eigene Perspektive im nahen Alter aus? Also erstmal ist es ja tatsächlich so, dass ich in jedem Spiel außer im Finale gewonnen habe, zum Beispiel bei Dragon Ball ja nur mittels eines Knopfes. Dementsprechend würde ich es einfach mal zurückweisen. Und bei Fall Guys Fußballmodus, das würde ich jetzt auch nicht so als E-Sport-Titel titulieren. Also in einem Spiel bist du Champion und das ist Ausreden. Nö, faktenbasiert bin ich, Nils. Na, das kommt eigentlich auch mit erhobenem Alter, sollte das zunehmen. Wobei heutzutage auch in der Politik das ja auch ein bisschen anders ist. Ne? Du bist jetzt hier inkognito, in einem Kostüm, was ja quasi den neu erfundenen Hanno auch darstellen soll. Ist das jetzt auf die Geschehnisse im letzten Jahr zurückzuführen, dass du das Gefühl bekommen hast durch dein Management, die Leute, die dich noch nicht verlassen haben in der Zwischenzeit, die wenigen, die noch an dich glauben, dass die gesagt haben, du musst dich komplett verändern, um überhaupt nochmal Fuß zu fassen in der Branche? Nils, ich finde es gut, dass wir auch hier oben anfangen. Finde ich sympathisch, ja. Was war die Frage? Wie geht's dir denn? Ich habe das gerade so realisiert, so worüber reden wir hier eigentlich so? Das ist der Start der Campation und ist einmal ein offener Schlagabtausch des Todes. Mir geht's gut. Du siehst auch echt gut aus, du siehst frisch aus. Hast du was mit deinen Haaren gemacht? Das ist das Alter. Du bist jetzt hier schon, wir sammeln dich da ganz kurz, erklär uns nochmal eben, du sitzt ja nicht einfach nur so, ich finde es übrigens fantastisch, das Kostüm mit diesem Bierkasten, du sitzt ja nicht nur so hier, sondern du hast ja tatsächlich auch gleich eine Benutzung für dieses Kostüm. Das ist kein Bierkasten, das ist der Millennium-Kasten. Selbstredend. Eben. Ja, hier zocken wir gleich Yu-Gi-Oh! Du siehst ja auch schon hier überall sind krasse Packs und es gibt da einige neue Modi, es gibt neue Spiele, die angekündigt werden, da werden wir drüber reden. Aber es wird natürlich auch ein Duell der Schatten geben gegen den Schattenspieler. Das ist natürlich dann so die härteste Stufe, die man direkt wählen kann. Das wird heftig. Genau. Das habe ich natürlich nicht vergessen, Micha. Danke, dass du mich da mal... Er ist meine Stütze, weißt du, alles. Er sieht mir an, wenn mein Gedächtnis porös wird. Und auch das, selbst genau das. Lieber Hanno, du nimmst bitte die U125,3 direkter Express in unser Studio und versammelst dich dort. Die Party ist schon am Laufen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Zusammenarbeit und ich freue mich auch sehr auf die Siegerparty, wo du dann wieder... Schnitzel servierst, wie das immer so Tradition gewesen ist. Ja, ich freue mich auch sehr. Ich habe mega Bock. Ich bin ja hier auch nicht so oft. Dementsprechend ist es für mich auch voll so nach der Pandemie ein bisschen Klassenfahrt auch. Und jetzt sind wir ja auch geimpft und getestet. Das ist halt auch nicht, ne? Wir müssen hier nicht so sitzen wie letztes Jahr bei Pen and Paper oder so mit 4 Meter Abstand. Finde ich cool. Und ich habe auch mega Bock. Soll ich mich nochmal umziehen oder nö, ne? Ich gehe jetzt einfach so. Come as you are, so wie du dich wohlfühlst. Dann würde ich so einfach jetzt rübergehen, ja. Dann geh einfach so rüber. Hand of Blood, vielen Dank. Freue mich sehr, dass du da bist. Freue mich sehr auf die gemeinsame Zeit. Du kannst ganz gerne aufstehen, ich stehe dann auch auf. Ist mir immer eine Freude, wirklich. Also toll. Na, aber nachher beginnt halt der Krieg. Wann beginnt der? Nachher. Entschuldigung, was? Kannst du über, also einmal. Was? In die Werbung gehen wir jetzt. Der Krieg! Krieg! Jetzt musst du so. Neues? So, tschüssi.
So, tschüss. Ihr habt's gehört, Michael Reinke, Programmchef. Warum eigentlich der Verein? Warum bist du eigentlich Programmchef geworden? Du bist einfach, keine Ahnung, jedenfalls, wir machen jetzt ein bisschen Werbung. Dann sehen wir uns gleich hier wieder im Studio Alpha. Und dann sind alle vor Ort und dann plaudern wir noch ein bisschen. Und Leute, die Gamevasion, sie hat begonnen. Sie ist in vollem Gange. Ist das nicht fantastisch? Gleich geht's weiter. So. Zurück und jetzt sitzen sie alle hier. Das ist das, nicht alle, aber das ist ein Teil des On-Air-Teams Gamevasion. Ihr habt euch verteilt, ihr in den verschiedenen Gebäuden, in den verschiedenen ja. Studiosets. Einmal hier, das ist auch, das, ich weiß nicht, wie oft wir das noch haben werden, dass wir so friedlich und nett nebeneinander sitzen werden. Denn es kommt ja das ein oder andere Event, was vielleicht dafür sorgt, dass wir nicht mehr so nett zueinander sind. Also ich finde es ehrlich, und da darf ich da mal reingehen, ja. Weil ich habe ein ganz anderes Mindset an dieses Ding. Ich bin null im kompetitiven Modus. Und ich finde, wir sollten unsere Freundinnen und Freunde aus Spandau auch einfach mal begrüßen und die immer ein bisschen rausnehmen von diesem Konkurrenzdruck. Du hast vollkommen recht. Das ist einfach nur meine Einstellung. Ja. Das sehen wir nicht so, oder? Nein, man hört mich nicht. Ah, okay. Man hört dich nicht? Achso, man hört dich nicht? Man hört mich nur jetzt zum Beispiel. Verstehe, danke für diesen Beitrag. Ja, wir haben ein fantastisches Programm. Ich möchte auch gerne noch mal auf das Gewinnspiel hinweisen. Ich habe mal hier, ich habe das schon mal aufgerufen. Ihr könnt es auf der Gamevasion Twitter Account nachlesen. Das ist gepinnt. Geht das mit der Brille? Es geht. Ich habe. Du hast bist selber Brillenträger. Ja, aber zeig mir mal deine Brille. Du hast Brillentausch! Minus. Brillentausch! Oh mein Gott! Okay, es ist eine Fake-Hipster-Brille. Oh Gott, ey, ja, da merkt man das Alter. Ein Allround-Entertainment-Bundle, bestehend aus einmal Zero, einmal Soundbar. Es gibt ein Allround-Entertainment-Center, immer auf Achse. Es gibt die Galaxy Buds, Galaxy Watch. Minimalist. Bundle, Abenteurer Bundle, das beinhaltet eine Portable SSD. Ihr könnt eine, ich habe keine Ahnung, was ist hier, was ist das alles? Eine Galaxy Watch, eine SSD, ein Odyssey Neo Gen 9. Das ist zu viel. Das sind zu viele Preise. Es gibt ein Fernseher. Das tatsächlich nicht. Eine aber Soundbar. Guten Hunger bei euch. Und so weiter und so fort. Guckt es euch einfach selber an, es sind so viele Preise. Kann ich meine Brille mit dir haben? Natürlich. Aber es steht hier. So. Danke. Gerne. Ja, auch. Aber schon sehr schmantig, also. Ja, es ist. Ich muss aber sagen, ich habe fettige Brille, hat dir gut gestanden. Ich habe fettige Augenbrauen. Also so die Wimpern wischen immer. Ist egal. It's a medical condition. Ja, wir haben heute noch ein fantastisches Programm. Wir spielen übrigens später noch Dark Souls gegeneinander. Da freue ich mich sehr drauf. Ich habe jetzt zwei Varianten. Mikrofon. Also. Ich freue mich sehr drauf. Ich werde ja. Kannst das du kurz übersetzen, was er gesagt hat? Er freut sich sehr drauf. Genau. Ich habe aber verschiedene Varianten jetzt gehört, wie wir das machen werden. Ja. Es gibt verschiedene Varianten, die sich Max ausgedacht hat. Nee. Zwei Varianten, die ich bisher gehört habe. Okay. Bin mir nicht sicher, welche Geschichte. Die Frage ist, wollen wir das jetzt schon spoilern? Nö, müssen wir nicht. Nein, ich würde es nachher erklären. Aber es wird sehr, sehr gut. Also wird man hört Max nicht. Nee, nee. Man kann ihn nicht hören. Also, der Vorteil ist, wir werden das nachher richtig erklären. Ich weiß gar nicht, welche Kamera ich am besten gucke. Warte. Ja, wenn wir wieder reinkommen in das Ding. Und wir beide werden das kommentieren. Das wird richtig geil. Prost übrigens. Danke, ja, lecker. Also ich spiele gegen den Spandauer und es kommentieren zwei Spandauer. Aber es ist kein Hamburg vs. Spandauer. Und es ist keiner. Okay. Also man hört mich schon, nur halt nicht so laut. Danke. Ja, du kannst ja trotzdem das Mikrofon nehmen. Ja, hallo. Also wir spielen jetzt nachher Dark Souls. Und ich wollte nur sagen, ich habe jetzt zwei Versionen gehört. Einmal, das spoilere ich jetzt einfach mal. Ja. Ich bin nein. So, es geht doch darum, die nein. Leute zu fesseln, Jugi, damit nein. Die dranbleiben. Jugi, du es nicht. Entweder machen wir einen Speedrun bis zum Taurus-Demon. Bis zu welchem? Wohin? Taurus. Taurus. Ja, und jetzt hat mir Wirt in dem Yu-Gi-Oh!-Setup gesagt, deswegen weiß ich nicht, wie. Moment, Wirt der hat dir gesagt, was gesagt? Der er hat habe gehört, dass wir einfach nur ein Zeitfenster haben, in dem wir möglichst viel Seelen sammeln, was ja übel ja, wack ist. Nee, wieso, das ist korrekt. Aber das ist doch gar nicht. Das ist doch gar nicht wir hatten doch letzte Woche ein Meeting. Also, wofür haben wir denn diese Meetings? Moment, also, wer innerhalb eines gewissen Zeitlimits am meisten Seelen sammelt, ist doch ganz geil eigentlich. Verliert man die Seelen, wenn man stirbt? Ja, dann ist man auf Null. Du darfst doch keine Level ausgeben. Oh nein. Du darfst Level aus. Aber dann hast du die Seelen ja ausgegeben. Egal, das könnt ihr um 17 Uhr ja, das wir haben natürlich noch viele andere tolle Sachen. Du spielst Yu-Gi-Oh!
Du spielst Yu-Gi-Oh! Ich will aus dem Yu-Gi-Oh! Set auch anstoßen und dann rüber rüberwetzen. Ja, ich muss bald los, weil ich... ich schade. Ja. Willst du noch ein Bierchen auf dem Weg? Ja. Sehr gut. Ja? Wir brauchen es. Willst du vielleicht noch, oder will noch irgendjemand was sagen? Nicht schlecht, so live, zu, Hamburg versus Spandau. Habt ihr da noch irgendeine, wollt ihr noch eine Ansage machen? Prost, Jungs. So, ja. Stark. Danke. Okay, danke, dann übernehme ich das wieder. Ja, ach, komm. Darf ich auch mal was sagen? Ja, wirklich. Also, wir freuen uns, hier zu sein. Aber Hamburg gegen Spandau, das wird eine tolle Sache. Aber gleich gibt es erstmal Yu-Gi-Oh!, ne? Knu? Ja! Okay, stark. Okay. Was sagst du mal, Shiggy? Mach mal Shiggy. Shiggy. Ja, da freuen sich die kleinen Gnulis jetzt nämlich. So. Nee, ich bin nicht so der. Ich muss jetzt mal ganz Real Talk. Ich freue mich wirklich, hier zu sein. Ich finde es richtig cool. Das sind die ersten und letzten netten Worte, die ich euch gegenüber heute mitteile. Aber ich finde es richtig, richtig stark. Für mich ist es ein absolutes Highlight. Ich freue mich auf die Gamevasion. Das hast du sehr schön gesagt. Ich glaube, bei diesen Worten sollten wir es auch belassen. Es ist ein fantastisches Programm. Bleibt einfach dran, die nächsten drei Tage einfach nicht mehr umschalten. Schickt uns gerne alle eure Kommentare über die 1000 Social Media Kanäle. Ist halt ein Ehering, ne? Twitter. Oder hast du das so Kinder schon? Twitter. ist das für dich schon so beängstigend? Naja, wir haben eben mit Nils ja auch darüber gesprochen. Ich glaube, man hört dich wieder nicht. Doch, man hört mich schon, nur nicht so laut. Sprich doch lauter. Also, schreibt uns gerne. Schreibt uns gerne. Wir freuen uns auf euer Feedback. Aber vor allem wollen wir, dass ihr eine gute Zeit habt die nächsten drei Tage. Wir werden natürlich auch heute Abend, glaube ich, noch über die große Eröffnungsfeier der Gamescom reden. Und gucken, was da angekündigt wird, ne? Ja, ja. Ob was angekündigt wird. Ja. Ob was angekündigt wird. Schmeckt's eigentlich? Es ist super. Freut euch Warum schon mal auf diese Funke-Bowl. Warum bist du eigentlich als Einziger? Warum ist deine Hose eigentlich kaputt? Damit ich was ist mit rede. Deiner Hose, Simon? Die ist eingerissen, aber ich weigere mich wegen eines Risses, den ich immer erweitere, wenn du dann mit dem Fuß hängen bleibst beim Anziehen. Weigere ich mich, diese Hose dann wegzuwerfen. Wo sind wir denn hier? Aber das ist ich gut, zeig Bein. Weil wenn du Fußball spielst, kannst du ausnahmsweise mit einem Außenriss schießen. Wann hast du dich rasiert? Oder was ist das? Mir ist habe ich ja Haare angeklebt. Also das sind meine echten Haare, aber die habe ich. Gut, hätten wir das auch noch geklärt. Wer mehr von Simons Haaren sehen möchte, der mein Only Game. So, ich habe keine Ahnung, was ist jetzt? Machen wir jetzt Abmoderation oder der muss doch jetzt. Die Werbung und dann geht's weiter mit Yu-Gi-Oh! Oh, ja, alles klar. Dann also kommt jetzt die Werbung und dann geht's weiter mit Yu-Gi-Oh! Mit Yu-Gi-Oh! Genau. Oh, das ist ja, da muss ich jetzt ja rüber. Ja, geh! Wo ist denn hier? Okay, ab. Zeit für ein Duell. Duell der Schatten. Wow. Ich glaube an das Herz das der Karten, so Henry Maske. So, bis gleich. Tschüss.